Erstmal muss ich meine Klassen krass machen. Nee, da mach ich's halt auch. Ah, gut. Ich wollte ein bisschen slacken, aber so. Niemals. Dann halt nicht. Hier wird nicht geslackt. Du Slacker. Legs lacking. Ja, weiß ich. Ist kein Geheimnis. It should be. Gut, was lernen wir aus diesem ganzen Ordeal? Kauft euch keine Okay. Logitech-Headsets. Die sacken nämlich. Ich habe ein HyperX-Headset. HyperX? Ich dachte, du hast einen Ja. Sennheiser. Nee, das ist schon lang kaputt. Ach so. Das war nur so ein billiges 10 € Sennheiser. Das hat er schon gut hergehalten, aber war halt sehr klein, unbequem und ja. Wenn man sich ein paar Mal draufsetzt, dann ist halt auch kaputt, ne? deinem fetten Arsch. Ja, genau. So. Riesig ist der. Ja. Du kannst fast ein Neger sein. Ja, fast. Ja. Ein thick white boy. A thick white boy, Alter. So wie Sinus. Ja, okay. Ja, nicht Gut. ganz so krass, weil der ist halt schon Next Level, aber. Ja, der trainiert doch jeden Tag. Ja. Indem er sich Steroide spritzt. Tolles Training. Hey, if it works. Ja, schon. Oh, erstmal trainieren. Spritze rein. Oh, fertig. Das war wieder geil heute. Ist wie Geile Boostern, nur Session. dass es tatsächlich was bringt. Theorie in den Arsch. Yes. I'm a fake white Cringe, ja. Kriegst die Tür nicht zu, ey. Jetzt wo ist dieser Penner, Alter. Ich habe den WoW-Fehler gemacht. Wie? Ich wollte eine Abkürzung nehmen und jetzt bin ich Ah. verschollen. Ja. Scheiße. Habt ihr dir das WoW-Video angeschaut, das ich noch gepostet habe gestern Nacht? Nee. Okay, das mache ich Nee. jetzt, damit ich dann darüber abranten kann. Warte. Okay. Das war ja so gut, dass du nicht mal gelacht hast. Alter. Es ist auch nicht witzig. Ach du Scheiße, 3 Minuten, holy shit. Okay. Ich sehe einen Menschen laufen. Ja. How do you feel? Nichts. Gut, ich auch nicht. Aber das ist ja jetzt auch nichts Neues, also. Nee, aber das ist halt Wie? This is why weird. WoW will never die, heißt es. Ja, genau. Das ist halt so. Wow, ist so geil und die Zones sind so cool und der Soundtrack ist so cool und. Alter, das sieht so scheiße aus. Ja. Bro, hast du schon mal einen Viera-Arsch gesehen, ja? Also, clear. Get the fuck out. Den Drecksmenschen an seinen angeschraubten Schultern und seinen 5 Pixeln. Dann feiern sie alle ab in den Comments. So, wow, ist so geil, ich will's immer lieben. Ja? Und so war ich auch mal drauf. Und dann schaue ich mir das an, denke mir, was seid ihr eigentlich alle behindert? Das, ich spür gar nicht. Im Gegenteil, total lame. Nice. Der ultimative Test. Ob man davon losgekommen ist. Boah, das ist scheiße, ey. Also, Da kommt auch nichts anderes mehr, also kann ich einfach Ja, der, durchskippen. der rennt durch Classic-Gebiete. Ah, okay. Ja, und das ist anscheinend so nice. Kriegen Ah, alle okay. einen Night Elves? Nostalgasmus. Ja, doch. Ja, ist er in Darnassus, oder? Ja, genau. Ja, das war auch der einzige Punkt, wo ich dachte, Night Elves, ja. Oh, Dick is tingling. Maybe it's not so Dick. bad. Ja. It's not worth it. Alright. So, jetzt muss ich Night mich Elves eigentlich kann man auch kaputt ohne machen. WoW haben. Ja, true. Big true. Du kannst Besseres Richtig. haben, woanders. Bessere Quality. Ja. Franz hat mir schon wieder Lost Ark Videos geschickt. Eine Frau, die mit Ah. meinem nackten Arsch rumläuft und sagt, oh, so geil. Ja. Kratz, Bro.
macht ihn das horny oder was? Das macht ihn wieder nicht horny. Oh no, hör auf jetzt. Ja, sorry, kann doch nicht wahr sein. Das ist einfach zu gut. So ein Scheißdreck, ey. Kriegst die Tür nicht zu hören. Der Typ. Das macht mich richtig horny, dass dir so gut geht. Cool, danke, Bro. Danke. Ja. Wollte ich jetzt auch so wissen. Du Spacken. Meine Fresse. Vielleicht kann ich das auch noch aus ihm rausbeten. Was? Dass er mir das auch sagt. Ach so. Ja. Nee, und dann will ich wissen, warum. Ach so. Dann frage ich ihn genau, warum, weil, the fuck. Ja, ja, doch, bete mal. Ja. Vielleicht. Ich sage ihm, lässt er dann so gut auf dich. Ja. Und lässt mich in Ruhe. Das wäre doch mal eine schöne Abwechslung. There's only so much I can do, ja. Aber irgendwann kommen es immer zu dir. Da kann ich nicht einfach mal nicht verrückte Bekanntschaften Leute haben. Das wäre mal richtig angenehm. Nicht verrückte Bekanntschaften. Ja. Also keine, die dann irgendwie auf mich abkuben. Das wäre schon mal sehr nice. I guess not. Ich hab grad, ich fiste mein Dasein gelesen, aber da steht Friste. Nice. Ich fiste mein Dasein in den Höhlen so und Winkeln, die ich finden kann. Erstmal eine Höhle und sich selber fisten. Nice. Jawohl. It's just like me. Fist mich jeden Tag. Jetzt bin ich zu müde, um weiterzumachen. Ja, kenn ich, Alter. Nach einer harten Fisting-Session in den Winkeln und Höhlen. Kommt es schon mal vor. Hockt irgendein Spack in der Höhle und fistet sich. Ich will ihm helfen. Ich will, dass er wieder glücklich wird. Ja, du musst ihn nur fisten, Miste. Verstehst du nicht? Steck deine Faust in seinen Arsch. Dann geht's ihm besser. Denk nach, wen würdest du jetzt in diesem Augenblick am liebsten wiedersehen? Was? Mein Arschloch. Hat er das echt gesagt? Ja. Also nicht der Franz, das ist ein NPC. Ja, aber die Ähnlichkeit ist da. Das ist auch weirdly sexual. Ja, true. Fist. Oh, er würde seinen Kameraden gerne nochmal auf die Schultern schlagen können. Okay. Es ist hier so Gachi Bass oder was? Ich dachte, die Dark Knight Quest-Reihe ist super. Was ist das hier für Scheiße? Ja, du bist ja auch in Stoneblood, ne? Okay. Ja, ich bin auch hier. Ich kann ja auch kein Interesse für die Entwicklung, für die Questreihe. Nee, die sacken alle. Den einzigen, den ich mag, ist die Durgo, weil er blutrünstig und ein fucking Assi ist, der einfach nur Leute umbringen will. Das kann ich appreciaten. So, so. Ah, das ist dein Fisting-Buddy hier, hm? Nice. Sehr schön. Sind auch beide halbnackt. Was beide braun, kommen aus Alamigo. Menschen. Ah, oh, Menschen. Ja. Menschen, nee. Menschen, nee. Ich möchte mit dir sprechen, aber nicht. Warum hier ist eigentlich jeder aus Alamigo, ey? Ein fucking Idiot, gell? Die halbe Bevölkerung, ja, und das auch, aber die halbe Bevölkerung von diesem Game ist Alamigan irgendwie. Ja, selbst Minfilia war fucking Alamigan. Was? Ja, das steht in ihrer Short Story drin. Tatsächlich. What? Ja, Minfilia. Aber die ist so white und blond. Ja, okay, gut. Okay, vielleicht muss auch blond. Ist es auch blond. Ja, true. Ja, das sind doch die einzigen Charaktere, die nicht sacken, komischerweise, die daherkommen. Wahnsinn. Was mit Raubahn? Der sackt. Echt? Ja, sackt der? Ich mag Raubahn nicht. Ich kann dem nichts abgewinnen. Ilbert war noch ein bisschen cool, aber sonst. Ja, der war crazy. Klar magst du den. Ja, aber er war auch sehr prinzipientreu und hat alles dafür getan, um sein Ziel zu erreichen. Das kann ich appreciaten. Sogar sich selbst suiciden, um fucking primal zu werden. Das ist doch, finde ich gut. Das hat was. Ja, wenn du in der Welt leben würdest, dann würdest du Support machen. Ja. Naja, nee, würdest du wahrscheinlich mit Catgirls rumhängen. Also, ja gut. Ey, das machst du eher als ich, also please, ja, jetzt hör mal auf hier zu protecten. Ich war nur erfolgreich, ja, also du bist selber ein Catgirl. True. Ja, hier, ich kämpf gerade gegen dich, weil das Mob heißt Spinner. Was? LOL. Ja,
Wusste ich was? Jetzt will ich sie mehr sagen. Ah, oh, Mann. Spinner. Spinner. Vektor Spinner. Ja gut, also wusstest du, dass Mikote aus Meracidia kommen? Aus diesem Kontinent. Aus der Stadt, die die Alaga gefickt haben, ne? Das Kontinent. Ist ein ganzer Kontinent. Ja. Ach so? Das ist praktisch die Antarktis von der Welt. Geil. Wo auch die Drachen CS gesiedelt haben. Kurz. Da können wir halt noch nicht hin. Vielleicht kommen wir da in Zukunft mal hin. Ja! Pocket Champ! Endlich! Home! Mein Heimat. Home! Riding Home! Da muss ja gar nicht so schlecht sein unten. Oh mein Gott, ey. Ja, Aura raus. Was meinst du? Wie bitte? Ja, wir haben unseren Osten. Naja, ihr habt doch A7-Städte. Ja, die ist nice. Da kloppen wir uns den ganzen Tag. Ja. Wow. Ja. Much wir sind echte Mongolians. Ach ja. Du Scheiße, ey. Was für ein Depp. Der besiegte Krieger, okay. Ah, es ist so funny. Preach beim Sterben zuschauen. Jede Mechanik. Ist immer noch im Boss, ja, oder? Ja. Hm. Seit Tagen raidet ihn. Alles Mögliche. Also, jetzt ist er nicht mehr Outdoor, jetzt ist er in dem Boss ja Raid anscheinend. Ah, okay. Und nochmal tot. Okay. Also, unbelievable. Berührt der Typ. Fucking Mythic Raider, weißt Andi meinte vorgestern zu mir, dass er sofort umsteigen würde auf Final Fantasy, wenn es Mythic Plus gäbe. Cringe. Ja, keine Ahnung, man kann das hier halt leider nicht implementieren, weil was willst du denn da für Affixe machen oder so? Keine Ahnung. Die Mobs schwieriger machen? Weiß ich nicht, kann man. Ja, es gab noch keinen Dungeon of Savage, oder? Kann man sowas überhaupt machen? Dungeon of Savage? Ja? Nee. Ich meine, anders könnte ich mir im Plus hier sonst nicht vorstellen. Also im Plus kann ja jetzt nicht so schwer zu implementieren sein, aber... Ich weiß halt nicht, wie die das schwieriger machen wollen. Das ist das Problem. Ja, wie viel Plus macht es da noch schwerer, indem sie Zahlen hochschraubt? Ja, und die Affixe. Ja. Und WoW ist halt grundsätzlich anders, weil die Mobs da casten und du musst Prio kicken und sowas, das gibt's ja nicht wirklich. Es gibt zwar ab und zu mal Kicks, aber es ist jetzt nicht so verheerend wie in WoW. Ja. I don't know, ist vielleicht auch ganz gut, dass es keinen Plus gibt, dass die ganzen Leute hier nicht rüberkommen. Das stimmt. Und nur wegen sowas, wegen einem Feature Final Fantasy anfangen, da haben wir es irgendwie nicht verstanden. Richtig. Also ich spiel's eigentlich hauptsächlich nur wegen der Story. Ja. Aber da die jetzt vorbei ist, muss ich Hardcore Raider werden. Hilft nichts. Jetzt habe ich ja hier keinen Problem. Hardcore Handwerker. Ja, ich werde Omnicrafter. Gar kein Problem. Wirtschaftssimulator. Ah, ja. Aber wäre schon lustig, irgendwie so ein Nightclub aufzumachen. Das auf die Beine zu stellen. Puh, that's a lot of Arbeit. Boah. Kann man sich aufteilen. Ja, ich design das nicht, da habe ich kein Auge für. Für die Innenausstattung? Ja, so viel Self-Awareness habe ich dann, dass... Ja gut, ich habe es noch nicht probiert, aber... I don't trust. Ach. Es ist ja gut, dass ich nicht genug Self-Awareness habe, um das einfach zu machen. Ja.
Dann nennen wir es mal so. Ass 4, ne, ist der Typ. Ass 4. Okay. Ja, wir haben ja auch einen in der FC, der Ass Enjoyer heißt. Was? Ass Enjoyer? Ass Enjoyer. Enjoyer. Ja, ja. Der heißt mit Vornamen Assen, also A-S-S-E-N und dann Joyer mit Nachnamen. Also Ass Enjoyer. Ey. Ah, oh Mann, ey, wo ist das fucking Emote hier? Ah, hier. Pump your leg, mean squad. Squad. Du zollst dem Gebetsstein Respekt. Ja. Etwas, was ich niemals tun würde. Also die Kriegerquest war wenigstens funny, selbst in Stormblood. Ich denke nicht darüber nach, es ist wie es ist. True, dude. Ja, it is what it is. Genau. Du hast auch viel verloren, nicht wahr? Au, uff, ouch. Stop asking questions, motherfucker. Don't do that. Fuck you, game. Oh man, this is so funny. Preacher's Kippurill. Ah, no! Ja, schöner Gamer Rage. Struggle so hart. Ego gecrushed wird again and again and again. Aber jeden Tag. Das ist so herrlich. Jeden Tag wird er wieder gerackt. Man lernt das Game halt nicht in ein paar Monaten. Ja, das ist so gut. Ja, also manche Dinge, die hätte er sich schon merken können, aber. Okay. Ja. Er ist halt fucking Boomer blind. Der Preach. Gut. Quest erledigt. Pogchamp. Ich bin noch in der Cutscene. Ha! Schnell, imagine, not skipping. Couldn't be me. Would never skip Stormblood. Wow. Oh hey, der Typ ist hier. Greetings, Traveler. Ach, Motherfucker. That fight is a clusterfuck. Cope. Ja, a complete clusterfuck zum sechsten Mal. Ja, was ich fragen wollte, Lost Ark, doch nicht so geil, oder? Weil er es nicht mehr spielt. Ja. Er meinte, ja, es ist schon ganz cool für nebenbei und es ist ja eh gratis, auch wenn er sich den Early Access gekauft hat. Aber er bleibt auf jeden Fall bei Final Fantasy. Imagine my shock. Die Story ist anscheinend ziemlich dumm, meinte. Ja, of course, das ist ein Korean Game, das suckt, Alter. Die können nichts. Ja, außerdem haben die Porn gebannt, natürlich sind die dumm. Fucking Idiots. Ja, das ist ein Cope-Sort mit ihren Hypersexual Videogames. Ja, und können deshalb keine Stories schreiben. Fucking Morons. Schau, die Japaner, die molesten Frauen Tag in und out, Alter, everyday. Boob-Tapping, alles. Erfunden. Fucking Hentai. Das sind die größten Kuma, schreiben die besten Stories. Ja, so sieht's aus. Das sauberste Land. True. Wie ist es möglich, ne? Ja, yeah. Just get it out, man. Harass women, write good stories.
erstmal einen abkeulen und dann raus und dann werden Schellen verteilt. Richtig. Das ist kein Tanzballett hier. Der Schutzwall um Kugani. Alter, der kleine Wichser hat meinen Restäther geklaut und ist davongelaufen. Ich werde ihn finden und töten. What? Ja. Ich schwör's dir, wer ist dieser Wichser überhaupt? Kommt daher, macht meinen scheiß Jobkristall kaputt und klaut mir meinen Äther und sagt dann, oh, ich mag Leuten helfen. Und dann erweckt er tote Leute wieder und molestet irgendwelche random Ficker, denen es gerade schlecht geht und bringt denen ihre toten Freunde wieder. Was ist das für ein fucking Idiot? Klingt doch nach einem Übertroll. Ich hasse dieses kleine Kind, echt. Ich hoffe, der stirbt einen schmerzvollen Tod. Am besten kann ich ihn umbringen, echt, ey. Fucking Moron. Ja, kann ja passieren, ne? Idiot. Ist der, also er ist eigentlich freundlich gesinnt, aber macht nur Scheiße. Ja, immer. Wie ständig halt. Always the same fucking story. I just wanna help. Oh, ich hab Beatjord erschaffen. Super. Ja. Doomt alle. Fucking idiot. Ich wollte auch noch helfen. Buffy, ey. Oh, ich bin Hermes. Größter fucking retard ever. Spastiker. So. Gib mir Gear. Was ist die Omega-Ausrüstung? Jawohl. Ah ne, Quatsch. Skaver, whatever. Magitech-Großschwert. Na, wenn das mal nicht scheiße aussieht, weiß ich auch nicht, ey. Ah, das sieht kacke aus. Oh, mein Gott. Ja, was für ein Level ist denn dein Dark Knight? Warte, ich bin kurz in der Cutscene. Schau ich gleich nach. Ist er schon 70? Nee, 70 ist er nicht, aber es gibt ja noch dieses Magitech Greatsword, das du mit Level 50 schon kriegst. Ach so. Ja, also, du meinst wahrscheinlich anders, aber das sieht halt auch extrem kacke aus. Yeah. Ach cool, weil ich das ganze Gear noch von meinem Warrior hab, muss ich mir nichts Neues kaufen. PogChamp. Fivehead. Das ist super. Ja. Messi muss man sein. Never selling. Messi. Ja. Ja. Mein Inventar ist schon wieder pumpvoll. Jax. Ich weiß nicht mit was überhaupt. Mit Trash. Ja. Mit Trash. Mit Katzengras. Ja, die Pupillen von Kalina sind schon mal schon ziemlich weit. Ja? Verdächtig. Ja. Keine Ahnung. Richtige Hai. Pupillen. Ja, jetzt langsam macht Sinn. Ja. Also stimmt es, was ich gelesen habe, dass Aura-Spieler immer die Groomer sind. Hier macht sie mit Katzengras gefügig. Ja, ja, genau. Jetzt verstehe ich es. Also es ist nicht mal ein Meme, es ist tatsächlich so. Interesting. Ja. Bisschen schon, ja. Katzen und Viera sind die Sluts, da weiß es auch jeder, ist halt so. Die Aura sind so die unscheinbaren Groomer. Ganz gefährlich. Ganz gefährliche Sorte. Ganz gefährlich. Ja, was sind denn Lalafell? Ah geil, ich habe ein Krämer Bücherregal bekommen von meinem Retainer. Epic. What? Oh, I love this. Ich muss nochmal freischalten. Nee, mach das bloß nicht. Das ist gut so. Nein. Awesome, ey. Wir haben auch Möbel geschenkt. Ja klar. Schreibe jetzt mit dem Schreiben. Aura sind die fucking Kuchen. Hier, der Typ, der diesen Porno-Club bei Asmon gehostet hat, war auch ein Aura-Spieler. Ja, wie hießen die nochmal? Ach, keine Ahnung. Ist schon ewig her. Oh Gott. Wir kämen uns schon auf Asmon. Score some fucking goals, man. So. Oh, Telefon. Yes. Gib mir den Loot. PogChamp. Ich krieg NFTs dafür, dass ich Schach spiele. Pockers. Ja? You don't have to understand. Ja. Es wird die Zeit kommen, da würde ich alles, was wir machen, zu Kryptowährung. Ja, ich weiß. I'm already there, mate.
And it's great, I love it. Es ist so schön. Meine Google Searches, da kriege ich Krypto für, dafür, dass ich meine Browser verwende, dafür kriege ich Geld. Ja, gut, ich hab. Es ist herrlich, ich krieg sogar doppelt. Paras. Oh, ja. Natürlich. Ja. BitTube, Airtime, Junge. Easy. Oh, fuck. Ja. Der gute Brave, natürlich auch immer am Start. Ja, was noch? Alles eigentlich. Ich muss nur... Atmen, scheißen. Ja, laufen hatte ich mal, aber das hat irgendwann noch nicht so toll. Das war vor 3 Jahren, das war nicht so geil, Alter. Ja, du musst dich ja bewegen. Weil das... Ja, nee, das war eigentlich schon okay, weil in der Arbeit muss ich ja viel laufen. Aber das Problem bei dem Ding war, dass es indoor nicht geht. Ach, okay. Ja. Sehr primitiv. Es gibt jetzt schon was anderes, aber das mit zu Cancer, das da zu verknüpfen, da kein Bock drauf, Alter. Krypto for everything. Yes, I love me Krypto. Ich brauche nur mehr Vietnamesen und Thailänder, die für mich farmen, damit ich das nicht mehr machen muss. Ja, davon gibt's ja genug. War eben. Ich muss das ganze Land subjugaten. Es ist sogar, Land arbeitet für einen Typen. Es ist sogar ein Benefit für die, weil die verdienen damit mehr als Minimum Wage in ihrem Scheißland. Das ist arm. Das ist so bad. Das ist fucking awesome, ist das. Ich tue sogar noch was Gutes für diese Leute. Ah, herrlich. Ich bin so ein... Ja, bist so generous. Ah, ja. Meine Güte. Benevolent Lord. Truly. Oh Gott. So ist Klaus Schwab entstanden, das verstehe ich's. Genau mit so einem Scheiß. Jawoll. Scope. Wo ist der östliche Schrein? Rot, verdomme. You will live in the pot and you will love it. You will eat the bugs. You will die and you will love it. You will own nothing and be happy. Ja. Ah, nice. In my metaverse. Lauf halt nackt rum. Ha! Ja, mach halt. Das hat er wieder nicht bedacht. Aber ja? Oh, vielleicht will er das ja. Na eben. Der kreiselige alte Glaskopf. Fiddelt dann an deinem Donger rum. Der alte Englischprofessor. Fiddelt das ja nicht. Dich ja nicht. The Hand of God. Ich komm 1000 Kilometer an meine... Hovering on your genitals. Absolutely disgraceful. Richtig geil, der Klausi. Da legt er mal Hand an. Wow. Mm. Don't Blood Quest, la 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 la. Oh mein Gott. Er coomt. Mein Gott, er cringed. Ah, herrlich. Jetzt muss ich den verfickten. Egal. Geil, Kutsu-Wurzel verkauft. Pockers. Ich bin der Wurzellord. Was heißt das eigentlich? Also die Ukraine hat jetzt irgend so einen Risk Reduction Mechanismus aktiviert, der in dem Wiener Dokument steht. Kapitel 3 sets 48-hour deadline for Russia to report military activities in the areas adjacent to the Ukrainian territory. Also muss Russland jetzt innerhalb 48 Stunden sagen, wo deren Truppen stehen um die Ukraine herum. Verstehe ich das richtig? Ja, oder regelmäßig alle 48 Stunden. Okay. Ja, und was ist, wenn die das nicht machen? Ich habe aber auch noch nie was... Ja, das ist eine gute Frage. Eben. Ich habe nämlich auch noch nie was von diesem Wiener Dokument gelesen. Also, keine Ahnung. Vienna Document, Chapter 3. Ich google mal. Schauen wir mal. Und Joey Biden hat gesagt, alle Amerikaner sollen sich aus der Ukraine verpissen. Also Zeppler, fuck off. Get out. Okay, das heißt, das wird vielleicht ernst. Out! Oh, bitte, Alter. Yes. Wenn er sowas sagt. Finally, stuff is happening. Naja. Poggers. Die könnte ja herkommen. Wer zu dir? Würde mich schon um sie kümmern, ja. Boah, cringe, Bro. Wie alt ist sie überhaupt? Bestimmt 30 plus. Safe. Also Vayner hat sich gut gehalten. Jetzt ist das Make-up und die Kamera. Filter.
Wahrscheinlich ist voll der Oger, wenn sie kommen. Also man hat die zwei Hunde, also ich weiß nicht, Dude. Ja. Die wurde gut geleckt. Fehlt noch eine Landmine oder so. So. In Deutschland. Vienna Document. 2011? Oh, jetzt verstehe ich, was du meinst mit Hunden. Ah, no. Ah, no. Ja, yeah, dude. Ich war mal so unschuldig. Ich wusste sowas mal nicht. I'm sorry, dude. War alles schöner. Ja, das mag sein, aber you lived a lie. Ich habe nicht mal Kontakt mit sowas. Aber gut. A lie, man, a lie. Das Wiener Dokument von 2011, der Verhandlungen über vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, ist ein politisch verbindliches Übereinkommen aller 57 OSZE-Mitgliedstaaten zur Transparenz und Vertrauensbildung mit Gültigkeit im Raum vom Atlantik bis zum Ural und in Zentralasien bis an die chinesische Grenze. Hintergrund: Das Dokument beschreibt vertrauensbildende Maßnahmen, um Abrüstung zu verwirklichen. Okay, good joke, bro. Und sich in den gegenseitigen Beziehungen Androhung, und Anwendung von Gewalt zu enthalten. Cringe, bro. Es wurde von den OSZE-Mitgliedern im Jahr 1990 erstmals unterzeichnet und in den Jahren 1992, 1994, 1999 und 2011 überarbeitet bzw. ergänzt. Die vertrauensbildenden Maßnahmen sind gegenseitige Besuche von Beobachtern sowie Militärangehörigen und Informationsaustausch von Anzahl, Stationierung, Bewegung von militärischen Truppen, Organisation, Waffen, Militärschiffen, Militärflugzeugen, ja, also halt alles Militärische. Ja. Der Vertragsstaaten. Das Wiener Dokument lässt sich als Maßnahme im Rahmen der konventionellen Rüstungskontrolle im Rahmen der OSZE verstehen. Okay. Ja, mehr steht dazu auch nicht. Also da steht auch nicht drin, was passiert, wenn man sich nicht dran hält. Das ist halt wieder nur ein fucking piece of paper and nobody gives a shit. Geil. Also ist nicht geregelt, was passiert, wenn jemand dagegen verstößt. Mhm. Steht zumindest nicht auf Wikipedia mit dabei. Ah. Aber ja, die werden sicher. Also, we will find out. Die Russen könnten einfach in die Ukraine einmarschieren. Da kann kein, und, Alter, da kann keiner was machen. Die Amerikaner, bis sie mal da sind, ist pointless. Das nicht, aber wenn die Amerikaner tatsächlich einen Krieg mit Russland anfangen, dann ist es zappenduster. Das wollen sie auch nicht. Wir können das sowieso nicht mitspielen, weil bei uns ist jetzt erstmal Strom weg und so. Und wir sind auf Putin angewiesen und Nord Stream 2. Wenn das wegfällt, ist der Hahn hier zu, meine Freunde. Dann kannst du vergessen, dass hier irgendwas passiert aus Deutschland raus. Ja. Sleepy Joe wird schon regeln. Let's go. Sleepy Joe. Abfahrt rein. Ach ja, das wäre halt nochmal das Sahnehäubchen oben drauf, wenn es passiert. Perfekt. Gerade in der Energiekrise bei uns. Mhm. Also das wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ja, für eben. Den absoluten Total Crash. Ja, sag ich. Also ich sag Putin schon seit Anfang Dezember. Der musste es im Winter machen, schnell durch, weil wir sind powerless, genauso wie der ganze Rest. Können da nichts machen. Der holt sich sein Stück vom Kuchen einfach ab, fertig, aus. Dann kreischen ein paar Leute rum. Gut. Alter, es gibt eh keinen Fick wegen der Ukraine. Nee. Who cares? Fuck him, die wurden schon immer geknechtet und gebeutelt. So wie ich das verstehe. Also fuck him. Don't care. Ja, schon. seit 1000 Jahren nonstop ungefähr. Ja, also am I wrong? No. Just do it. Pull the trigger, Putin. Do it. Fucking do it. Rein. Abfahrt rein. Zerstörst bei uns auch, dann sind alle mad auf unsere Regierung, weil die einfach kernbehindert sind. Perfekt. Das wäre so geil. Ich frage mich, warum er überhaupt noch wartet. Vielleicht will er es gar nicht. Das ist einfach nur Propaganda bei uns. Vielleicht will er halt wirklich nur ein bisschen zeigen, dass er noch da ist. Ja. Ja, maybe. Aber das wäre so funny, Mann. Wenn er es macht und dann denken sich die Chinesen, okay, Sleepy Joe ist mit dem Scheiß beschäftigt, wir holen uns auch noch Taiwan. Und dann wird es einfach doppelt gesnackt.
Yo, das wäre so funny, ey. Just do it. Dann kippt der Sleepy Joe um, weil es ihm zu viel wird. Und jawohl, dann kommt Kamala und dann ist es vorbei. Dann ist vorbei, ja. Dann ist vorbei, dude. Dann haben wir hier Full Tranny Wars am Start. Geil. Das kommt ja noch dazu, die ganze Tranny Military wird dann da genukt. Also das hat eigentlich nur Vorteile. Please go. Oh, Hashtag Weltkrieg. Yes, let's go. Dude. Hashtag Weltkrieg. Let's go. Fucking. Weiß nicht. Fucking Hypers. Ja, ich weiß, momentan ist alles super toll und eigentlich haben wir keinen Bock darauf, dass jetzt hier Krieg ausbricht. Aber das ist exactly the point. Deshalb wird's passieren. Es läuft zu gut, Mario. Es läuft zu gut. Es muss wieder schlecht werden. Ja, das habe ich mir erst gestern gedacht. Es läuft so gut, dass wir jetzt einen Weltkrieg. Sehr typisch. That's yes. My life cycle. Oh, das oh, läuft gut. Boom, alles kaputt. Fucking epic ist das, ey. Geil. Ich hoffe, dir geht's noch ein bisschen besser, Mario. So, würde ich das horny machen, oder wie? Alter, wenn Nukes kommen, bin ich so rattig, Alter. Das glaubst du gar nicht. Kannst du Franz sagen, dass du dann rattig wirst? Jawohl, mach ich. Dann der Turmpilze von Nürnberg macht weg, mich ey. So hot. Ah, nee, der wohnt jetzt in Landshut. Fuck. Ah, scheiße. Ja, mei. Müssen uns halt Landshut nuken. Na. I'm sorry, dude. I don't make the rules. It's just how dass it works. Dass die Atombombe teurer ist, die Stadt. Ja, und? Die haben genug. Die haben genug. Eine hier, eine da. Verfliege sich bestimmt auch. Dein Gesicht, wenn du merkst, dass du gar nicht so toll und intelligent bist, wie dir deine Eltern immer gesagt haben, und dann ein Bild von der Baerbock. Gott, sieht die fertig aus. Jetzt, yes, du dummes ja, Sau. Ach, das hätte ich ja nie gedacht, yes. Dass die überfordert ist damit, tatsächlich mal was machen zu müssen. Schön. Oh, meine Güte, ey. Da bin ich ja schon wieder richtig happy und gut gelaunt. Wahnsinn. Das ist super. Ein bisschen War und schon. Yes, Alter. Wir sind so scheiße aufgestellt wie noch nie in der Geschichte. Yes. Wir kriegen. Noch nie. Also, ja, du weißt es ja selbst. Und selbst vor ein paar Jahren, als ich mit den Militärdudes gelabert habe, die da halt arbeiten, du hörst immer nur, es funktioniert nichts. Die Flugzeuge können nicht mal losfliegen, weil irgendein fucking gammeliger Tee abgelaufen ist und das dann nicht mit der Regulation übereinstimmt. Und dann müssen wir erst warten, bis die fucking neue Teesorte da ist, damit der Flieger erstmal hochfliegen kann. Aber das ist so fucking stupid und retarded. Das hier funktioniert einfach gar nichts, ey. Das ist so geil. Das ist so geil, echt. Ich finde das Hammer, dass einfach nichts funktioniert. Hier ist alles am Arsch und keinen interessiert's. Bis die Nukes kommen. Let's go. Nee. Let's go! Drop them. Das ist alles so viel bequem gerade. Da muss man nichts reparieren. Alter, ey. Feier ich das ab. Ich bin bequem im Bundestag zu sitzen. Instant Partisan, dude. Pro-Russia. Let's fucking go. Let's go. Die Russen sind da, mein Nachbar ist übergelaufen. Scheiße. Ah, ist das fucking epic, ey. Geil. Ja, hier gibt's nichts für mich zu verteidigen. Vergiss es. Nee. Fuck you. Nee. Spit on all of you. Stupid ass. Shit ass hier. Der Russe kommt, ja Gott sei Dank, ey. Halleluja. Zeit wird's. The fuck? Geil. Peach redet gerade über Friends Ass Cheeks. Was? No. Doch. Vor dem Hintergrund einer möglichen Eskalation mit Russland hat US-Präsident Joe Biden alle Amerikaner dazu aufgerufen, die Ukraine in Anführungszeichen jetzt zu verlassen. Das ist ein Weltkrieg, wenn Amerikaner und Russen beginnen, aufeinander zu schießen, warnte er im NBC-Interview. Die Lage könne schnell außer Kontrolle geraten. Der Typ sagt unironically, dass es ein Weltkrieg werden kann. Ich bin toll, dass die Demokraten wieder in der Macht sind, ne? Ich finde das so fucking geil. Oh mein Gott, ich werde es jedem unter die Nase reiben, wenn es hier so also richtig rund geht und sagen, oh Trump war so schlimm, sorry. Nee, ja, also die Tweets, die waren schon. Oh meine Güte. Fast so schlimm wie Zinko. He said mean words, dude. Oh no. Oh no. Weißt du noch, wie war das blown the fuck out? Geil. die werden wieder aktuell. Ja. Oh mein Gott, wie die Memes jetzt droppen. Herrlich. Luigi Lauterbach, Junge, nice. Luigi Lauterbach. Warum Luigi? Ich kann nicht mehr. Geil. Wer ist der Typ?
Also sein Profilbild ist auch funny. Luigi Lauterbach. Ah. Herrlich. Oh mein Gott, ey. Biden warnt vor Russland vor einem Weltkrieg. Ungeimpfte dürfen übrigens nicht zum Militär. Winning! Ja. Nice. Oh mein Gott. Das ist schon eine schlimme Krankheit, ja. Oh, das ist herrlich. Oh, und los ist gleich mal weggenugt zu werden dafür. Oh mein Gott, ey, das ist herrlich. Wenn dieser verrückte Amerikaner einen Weltkrieg anzettelt, nehme ich mir die Freiheit, nicht daran teilzunehmen. Well, honey, listen. Das heißt halt, when the rockets fly, you don't have a choice, you fucking cunt. Coming for you. Coming for you! Coming. Oh my god. Yes. Gib mir ein Katana. Let's go. Easy. Hack and slash game wird es jetzt. Mhm. PogChamp. Jede Rakete, die angeflogen kommt. Oh, das ist geil. Full Raiden wegschnitzeln. Ja, schön wär's. Schön wär's. Gestern Darmstadt, Hauptbahnhof, Militärfahrzeuge, darunter auch Panzer. Oh, hell yeah. Oh. Mm. Unsere trashy Panzer, Alter. Ja, Vinti, genau. Ey. Vinti. Vinti ist beschäftigt mit dem Game, der kann nicht angezogen werden. Vinti, geht's? Und schon kalte Füße. Man wechselt voll, einfach die Seite. Der Drachenlord im Knast. Den Weltkrieg. Oder geil. In der JVA. Nee, Mann, der Krieg bricht aus und die Verhandlung wird. Kommt, der Oger kommt wieder davon dadurch. Der Oger escaped, ja, weil der Krieg ausbricht. Das wird's. Ja. Alter, das ist das Wingelglück. Ich sag's dir, so wird's kommen. So wird's kommen. Geschrieben in den Sternen. Das Wingelglück saved ihn durch den Weltkrieg. Oh Mann. Du kriegst die Tür nicht zu, ey. Ah ja, nice. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Warum bin ich wieder so hyped auf den Untergang der Welt? Ja, weil es funny ist. Ist irgendwie erleichternd. Ja. Und es ist mal... Action. Action. Abwechslung. Ja. Und Pragmatismus vor Irrsinn. Vielleicht ist es auch dann auch endlich over. So richtig von Daniel Style, weißt du? Oh, ja. Das wäre doch. Jetzt alle um. Wäre doch schön. So, Techtelmechtel ist vorbei, meine Freunde. Von Daniel am Missile Control Pult. Nervmäßig, ich muss Raketen starten. Dude, ey, der drückt den Exterminatus-Button am Kopf. Was machst du denn hier in Kugane? Hab ich dich ja, verpasst? Ich bin an dir vorbeigelaufen. Ja. Alter, muss hier. Seh dich. Muss hier Daily Business erledigen hier. Naja, mach mal dein Daily Business. 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 Alter, geil. Ja, ein Weltuntergang, yes. Oh, das hab ich gebraucht. Ohne Spaß. Das hab ich gebraucht, ey. Natürlich immer noch die Möglichkeit, dass es nur ein Hype-Thema ist, um von den ganzen Corona-Demonstrationen abzulenken, die auf der ganzen Welt stattfinden. Das ist natürlich auch möglich, ja. Aber warum schickt man dann da Panzer hin, wenn es nur Laberei? Ja, vielleicht lohnt es sich da ein paar Panzer vor die Kamera zu schieben, um ein bisschen mehr Hype zu machen. You know. Ich meine, das waren bestimmt alle Panzer, die schon fahrtüchtig waren, also. Groß Aufgebot der Bundeswehr, 5 Panzer. Took a moment, aber ja, kann gut sein. Ist gut möglich. Ach, ist das herrlich. Da muss ich glatt den Pepe Ave Maria Scheiß wieder anmachen. Ja. Richtig schön cozy mit meinem Tässchen Tee, Final Fantasy spielen und draußen. Hauptsache die Internetleitung hält. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, Mai, wenn nicht, dann lese ich halt auch bei Kerzenlicht. Das ist kein Problem. Ja. So, ist auch okay. Hängst du eine russische Fahne vors Haus? Ja, genau. Und gehst wieder rein. Ja. Und wartest. So sieht's aus. So, wenn's vorbei ist, komm ich klatschend raus. Endlich, ey. Nice. Ja, ab und zu am Fenster schauen, wer gerade rummarschiert und da die Fahne halt wechseln.
Per Knopfdruck. Richtig assi. Mal schauen, ob das Franz auch geil macht, eingezogen zu werden. Also könnt ihr BAföG nicht zurückzahlen, dann pay with your life. No. Ah, ist das schön. Meine Güte. Oh, bitte, vor Dienstag, da muss ich nicht mehr arbeiten. Also das wäre, ja. Chefskiss. Na, oh mein Gott. Too soon, man. Too soon. Too soon, sagt er. It can never be too late. But it also can never be too soon. It can be too late. Ja, stimmt. But it can also be too soon. Das ist a personal preference bei dir. Ja, stimmt. Bei dir nicht, oder wie? Pff, nö, also ich betrachte das Ganze cool. Ziemlich wertfrei. Ob das jetzt mal jetzt passiert oder morgen, ist mir Rille. Du, bei mir ändert sich da nicht so viel in der Zeit. Also von dem her, don't care. Je früher, desto besser, ist da meine Devise. So. Tatsächlich, etc. Ja, bevor du weiter World War hypst. So, ob ich das wegen dem Tanken nicht machen kann. Wenn du es beides schaffst, dann Hut ab. You underestimate my warmongering. Ja. Anscheinend. Tja, scheint, dass ich kein Bot-Netzwerk habe, um da irgendwie was anzustarren. Das ist ja natürlich so funny. Kopium. Sastasha, nice. Ja, mei. Oh my god. Is this true or is it just a dream? Never stop. Ja. Ich muss die Viecher erstmal antanken, bevor da irgendeine Spacken draufhaut. Wie ich? Ja, genau. Sie fürcht, wenn Dot drauf macht, ist sie schnell, sind sie down. Das ist A richtig und B falsch. Oh, ich hab kein Hot. Na gut. It's red, sagt er, ja. Was? Worüber redet er? Was? Ja, danke. Oh Gott. Ja, ein Mob ist rot, er hat Algo, weil er Dropcon hat. Achso, ich dachte, sein Typ ist rot. Weil er ein Idiot ist. Und geheimnisvoll. Bald nicht mehr so groß. Ich hab bald Russland. What difference does it make? Ich find's auch gut, dass der ukrainische Präsident Biden als fucking Idiot beleidigt hat. Das ist super geil. Ja, hat er. Das ist bestimmt schon eine Woche her, aber. Hat er gesagt, das ist nicht die hellste Birne. Muss man die Muscheln gar nicht killen, ja, dann fuck it. Nö, muss man nicht. Muss nur out of range laufen, ey. Der Rote, sagt er. Gut, Rot war richtig. It's red. Woher weiß man das überhaupt? Ach, deshalb it's red. Ja, der hat bestimmt den Brief hinten gelesen, deshalb. Scheiße, ich hab keinen Krieg. Paralysiert. Nice. Open the door. Good cat. It's red. Ah, this way. La 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 la.
Stop opening the boxes. How dare you? Reflex. Trash loot. Vielleicht braucht sie jemand. Ah ja, natürlich. Der mitdenkende Heiler. Mit immer an die anderen, sehr aufopfern. Immer ein bisschen die anderen schuld, sehr aufopfern. Wer Aggro hat, kann sich behalten. Ich hab keine Aggro. Puh, bleib dann immer auf. Nimm's Key auf. Please, Mr. Putin. Do it. Do it, Dad. Es gibt Plugin, dass du nicht immer bestätigen musst, dass du irgendwas auch machen willst. Wow, Cheater. Richtig am Abusen hier, der Typ. Ja, Speedrunning, everything. Min-Maxing wie Restyle. Naja, dann hol dir doch bitte auch mal das Damage-Schmiede. Hast du das? Nö, nicht mehr. Ich hab's noch nicht. Nutzt Zeit. Du bist jetzt einfach der Add-on-Mann für alles. Ja, ich hab Add-ons noch nie gemocht. Dann macht's ja Sinn. Ja, ja, schade. Ich weiß jemanden, der Add-ons richtig mag und liebt und sieben aufspatzen will. Ja, also ich sehe den. Nee, der ist nicht mal weit weg von mir. Hm, der Andi. Ja. Ja. Und das und das und das und das ist super praktisch dann und muss jeden Tag updaten. Hol dir die Addons. Die Fehlermelder wegklingen. Wegklicken. Nee. Hol dir die Addons. Und wehe, du holst dir nicht. Dann. Ja, genau. Für alles zu einfach, wenn du die Addons nimmst. Ja, genau. Du kannst auch Müffi 9000 laufen. Hast du die Addons? Stop running, you fucking coward. Such insolence. Oh, Big Pull Motherfucker. Ne. Come on. Der Run war so gut bis jetzt. Wow. Kill the range, Motherfucker. Holt er wieder extra, die geben keine Experience, bruh. Vielleicht pull ich sie einfach so aus Spaß. Heiler, man. Wann war der letzte große Krieg? Also, ja, was heißt groß? Der irgendwie ein bisschen signifikant war, wissen Sie was? In Europa? Nee, generell. Generell? Was ist für dich signifikant? Also, das ist Afghanistan-Scheiß zum Beispiel nicht. Also, das ist ja total lame. Nicht? Aber das, was damals, glaube ich, so im Kosovo abging. Ja. So Serbien das, und so, das würde ich doch als significant einstufen. Würde ich wohl auch sagen. War sogar so Genocide dabei, also. Ja. Ja. Da muss ich mal dieses Sigma-Mail-Video denken von dem Serben, der bei dem Tanahal sitzt und Balls of Steel hat und die einfach aufs Letzte beleidigt, ey. Der Typ, Alter. Bosnia ist Bosnia. No fucks given, der Typ, ey. Ja? Serber sind superior zu allen anderen. Fuck you. Der Typ, ey. Alter, wir haben eine in der FC, die Arley Quinn heißt. Nice. Mhm. Ja, natürlich hat er die schon angekoomt. Of course. Nee, ich hab nur den Namen gesehen.
Oh Mann, fuck ey, yeah, fucking, fucking Bullshit, ey. Love is fucking dungeon. Oh nee, bro. Ja. Fucking Scheiße. Why do you hate me so? Wie toll Dagoa, nur schlimmer. Nah, it's not. Ich sieht man wenigstens seinen Charakter, weil keine dummen Wände eine Kamera blockieren. Where are the eels? Du musst doch noch ein Deck-CD drücken. Ja. Noch ein. Muss ich meinen ganz dicken drücken? Ja, musst du. Okay. Nice, proud of you. Ja, der Ninja ist selber schuld. Also gestorben. Ja. Idiot. Ich hätte in der Fläche drin gestanden. Die one-hitte dann halt. Ja, eben. Also du bist ein J-Tank, dann halt nett, aber. Ja. Stumpfer Tank. Can't be. Da 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 da. Wake up! Oh, ich vermisse meinen Sanctus. Sanctus, Dominus, Ave, Dominus, Nox. Rectus, ja. Und wo ist der Bade jetzt? Oh, Urlaub. You're fucking kidding me. Oh, scheiße, der Kasse. Fäulniswolke. Wo kommt die wohl her? Das ist eine gute Frage. Ah, there she is. Jo. Geh einfach. No, I hate ads. Don't do ads. War der nicht irgendwie ein bisschen Cancer? I remember. Ja. War er. Something was incredibly fucking stupid. Ja, die Schwerversion von dem Boss war Cancer. Der ist nicht so irgendwie. Waren wir nicht gestern in Pyro Sirius schwer? Oh shit. Ja. Run. Waren wir. Ja, aber da war nichts Cancer. Doch, Mother. Der Boss. Fuck. Also für mich zumindest. Na gut. Nur ist egal. Nee, das stimmt nicht, aber ich hab das jetzt nicht so kennengelernt. Au, the fuck. Alle haben Stack außer ich. Most suspicious. Easy Boss. Geil, keiner öffnet die Truhe. Nein, no, doch keiner. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's... Was ist denn für ein Viech? Gut. Vielleicht gibt's hier guten Drip. Der Drip? Ja. Drip, kann ich nicht mal gebrauchen. Drippity Drip. Der Drip Lord. Der Vinti. Müssen wir hier rein? Ne, müssen wir nicht. Fuck it. Doch, müssen wir. Nee, aber da ist nur eine Truhe. Oh, da geht's außen rum, oder? Nope. Nee, da geht's nicht weiter, okay. I told you. Ja, jetzt fassest du. Typical. Ah. Oh. Help! No! Tot. Ah! Scheiße! Okay. Waren das die Steine, die explodieren? Ich glaube, es war viel Damage. Oh, der Eisplepp ist mad.
Der hasst uns jetzt. Gut. Wow. Kriegt er kein Heal mehr. Toxic, ja. Der pullt uns hinterher, der Penner. Ja, wow. Geil. Leute. Ja. Das ist ja wie World of Warcraft. Wo der Typ dann zum Anfang hinrennt. Wie geil ist genau, das denn, nur nochmal wiped. Das ist ja... Das ist ja nicht so schlimm. Wunderbar ist das. Das ist auch ein Hunter. Das ist ein Hunter. Ein Body. Handfahren. Rechts oder links? Rechts. Stimmt, weil der rechte Weg ist der gute Weg. Ja, das wissen die ja vorne auch. Makes sense, kind of, maybe. Rechtens, ja. Ja, rechts start. What the fuck, macht so viel Damage? Ja, I don't know, also Agro habt ihr nicht? Nee, das ist irgendein Flächenspell gemacht. Na doch, da hat jemand Agro. Warum wurde mir das nicht angezeigt? Krasse Vögel, ey. Die haben fast den Ninja gewonnen. Das ist aber schuld, wir spielen auch Ninja. Ja, schon, gell. Darf nur ich. Wow. Ja, ja, ja. Da kommt der Kampf aus dir raus. Ach ja, der Kampf. Ja. Warum spielt der nicht mehr? Ich wollte gerade sagen, warum spielt der kein Final Fantasy? Er kennt die Spiele, er sagt immer gespielt. Aber ja, wahrscheinlich hat er viele andere Spiele nicht mehr gespielt und hat sich dann keine Zeit genommen. Good to get. Kampf, der einzige Vernünftige aus deiner Truppe. Drei. Was? Oh my fucking god, bro. Warum ist der Dungeon? Don't kill Egg, please, okay. Stunt anscheinend gehen. Worst fucking dungeon in this game. Worst run ever. So bad. Wer hat denn die Eier gekillt? Du? Nö. Hm. Ich mach nur den mit dem Brust, der ist auch noch ein bisschen. Ist das so? Ich wusste nicht mal, dass der Boss so Cancer werden kann. Tja. Now you know. Ne, ich bin mir noch nicht ganz sicher, nochmal ausprobieren. Das ist eine Antwort, die charakterlich sehr zu dir passt. Ich bin mir nicht sicher, müssen wir nochmal ausprobieren. Obwohl es obvious ist, dass die Scheiße richtig fucking Cancer ist. Aber gut. Warte.
Killt der Boss die Eier? I don't know, man. Atemschwinge. Ich hab perfiden Wind auf mir. Kann ich mich runternehmen. Da hinten sind Eier. Die leuchten. Sind überall Eier. Die Eier leuchten, Bro. Shit. What's happening? Sock off. Geht schon wieder los hier. Hey, ich hasse diese Scheißviecher, Mann. Was ist das? Beißender Wind auf mir. Kill den Boss einfach. Fuck it, kill den Boss. Scheiß auf Mechanics. Too high level Mechanics for us. Mesh face. Always in the face. Loot. Trash. Punch stupid people in the face. Aufruf zu Gewalt bei den Oscars, nice. Oscar! Oscar. Der Typ sah aus wie ein Oscar. True. He white, wie du sagst. Ich glaube, der wird sich ja bieten lassen. True. Von Kindern und von Negern. Wow. Wow, 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 wow. Wow, wow. Boah, Senfgas. Boah. Epic. I breathe it in every day. For fun. Boss. Fun. Kriegst du Damage rein? Weiß auch nicht woher. Von dem Schisma. Ja, wir müssen raus aus dem Scheiß wieder. Could be. Hat der Ninja schon richtig gemäht. Er ist tot. Ja, den hat's weggeblasen. I don't care if he's mad. He talks shit, he gets reported. So beautiful. Yeah. Stirbt halt auch nur er, also I don't know. No. Er hat auch sowas wie Death Cooldowns. Ich finde, ich habe da jetzt nicht so viel Damage gefressen. Ich habe nicht mal meine CDs wirklich benutzen müssen. Nee, du hältst doch dreimal so viel aus wie ein normaler Spieler. Ach, Rabbel. Lauf, bist der Tank. Crap. Gibt fast nichts, was ein Tank one-hitted. Doch, ein Bienenstich. Ja gut, das ist, damit ist auch nicht zu spaßen. Ne? Ja, ja, klar. Das ist schon heftig. Are you mad, son? Are you mad? Warum sind alle Tanks allergisch auf Bienen? Hm. Insekten sacken besser. Verstehe nicht, wie man Insektenfreund sein kann. Ja. Ein Ravanna-Fanboy. Nee. Not anymore. Blutung, hä? Ja. Immer einmal im Monat. Time of the month. Ja. Auch bei Katzen. Oh my god.
no. Break the limit. No, don't. Please don't. Why not? Jetzt könnt ihr. Nee, jetzt könnt ihr immer noch nicht. Now do it. Kill the bitch. Mannstimme, no. Oh, thank fuck. Thank fuck. Und raus ist er. So mad war er. Das sieht man immer schön, wer als erstes lief. Ja. Der ist der maddeste von allen. The maddest of them all. Match level. 1 million. Vagillion Gorillion. So, Alter, fast level up. Ich bin level 69. Nice. Nice. Burg Doma, da bin ich auch in Level 69 und dann können wir Custom Albania machen und dann können wir Alla Amigo machen. Ja, Alla Amigo! Aua! Alla Amigo! Für Alla Amigo! Gott, ey. Was so ein bisschen Warmongering mit einem anstellt. Wahnsinn. Didn't expect to be this. This energetic. Energizing. Mhm. Ja gut, also sowas solltest du vielleicht in der Konversation nicht als erstes bringen. Haben Sie schon vom Politikversagen gehört? Einfach jemanden in der U-Bahn ansprechen. Wobei ich dazu sagen muss, dem Husky hat meine Vorlesestunde sehr gefallen. Fuck this dude. War schon funny. Es soll in der Hölle brennen, der Typ. Wow. Der wohnt in Deutschland, das ist schon schlimm genug. Der hat zu viel Geld. True, und er ist geizig. Na, deswegen hat er so viel Geld. Richtig. Erkennen Sie das Muster? Immer das Gleiche. Tja, muss man weniger Geld für Cats ausgeben. Tue ich noch gar nicht. Also Dosenfutter. Noch gar nicht. Ah, das kauft der Basti immer. Ach so, ja, okay dann. Ja, du musst es aufmachen, das ist super. Ja, ich muss sie füttern, weil Andi macht das nicht. Und Basti ist nie daheim, weil er lang arbeiten muss. Ja, Ausreden. Geh doch einfach früher heim. Vorher. Ja. Kündig halt einfach. Ja, ist das deine Praxis? Kündige ja, ich genau. Doch selber. Er sagt immer, sein Chef ist das größte Arschloch. Der gibt ihn nie frei. Wow. Das ist also der Normie-Humor, dem du ausgesetzt bist. Uff. Oh. Ich hätte vielleicht ein DevCD gesagt. Ich hätte meinen Insta-Heal aufbauen sollen. Ah, ich habe hier ein bisschen mehr Auswahl als in der Tasche, Gott sei Dank. Das ist, stimmt ja allerdings, ne? Ein bisschen mehr. Nicht mal Hallo hat er geschrieben. Toxic. Ich bin froh sein, dass ihr einen Heiler habt. Nee. Manche haben nicht mal einen Heiler. Ja, manche haben Krieger, brauchen wir keine Heiler. Ach, haltet ihr die Gruppe auch mit? Nö, aber das ist ja wurscht. Kann Solo. Ja, klar. Klar ist dem Krieger selber wurscht. Fucking hell, warum killen mich wieder hier irgendwas? Weiß ich nicht. It's one of those days, hm? Nee? Die alles hittet hier. Achso. Oh ja. Ja gut, das kann sein. I don't do it on purpose. Wah. Where the heels? There they are. The heels. Ich frag mich, wie Paladin ist. Irgendwie reizt es mich schon, aber andererseits ist es auch ein bisschen gay. Ah, so ein Catgirl Paladin sieht eigentlich schon gut aus. Vergessen den fucking Roboter.
geht nicht ums Aussehen. Ja gut, bei dir schon, aber bei mir nicht. Doch. Doch. The only thing that matters. Einfach eine Meinung, einfach nicht hier stoppen wollen. Ganze Meinung einfach blasen. Ja, man merkt, wenn Selena nicht dabei ist, ist kein Damage da. Das ist echt traurig. So, ja, gut, immer. Gut, der hat auch jedes Mal meine ganzen Karten abbekommen. Ja, aber ich bin tatsächlich zum Tanken verdoomt, weil ich würde nie auf die Idee kommen, als Damage-Dealer zu kicken. Oh. Und er macht das. Er macht das sogar unter dem Laufen, wenn wir einen Puls und wir noch irgendwie AOEs abbekommen würden. Voll nice. Voll gebissen habe. Sprintest? Warum? Reflex. Dachte, du machst den Sprint auch an. Ja, ich wusste das. Du musst ja mit dir timen, weil sonst krieg ich dich nicht mehr rechtzeitig hoch. Ja, ich weiß. Ich wusste aber, dass hier die Mobs lange nicht kommen, also lohnt sich das nicht. Fivehead. Keep running. Normal machst du das auch immer an. Normal machst du das auch immer an. Ja, aber jetzt bin ich hier schon zum dritten Mal drin und weiß, wie der Hase läuft. Achso. Fucking shit ass. Fucking motherfucker, da egal wo ich hinrenne, werde ich abgeballert. Schweine. Kann doch noch mehr? Gute Vorbereitung. Warum ist der Dungeon leichter als fucking Faro Sirius? Tell me. Weil Faro Sirius special ist. Special cringe. Ganz besonderes, ja. Das ist genauso wie Darkness. The harness. It's impossible. Die Fotze muss jetzt auch tanken. Angst. Das ist, ja, und die ganzen Kohle muss auch tanken. Ja, einen. Den anderen macht der andere Tank. Kopium. Den dritten macht der Heiler. Genau, also du. Das ist echt so. Ja, der White Mage. Nee, im Guide heißt der White Mage, ich mach das. Ah, okay. Na dann. Haben wir halt einen Sage und einen Astro dabei. Macht's ja keiner. Naja, Sage juckt dich auch nicht. Nö, überhaupt nicht. Krass. Selbst der Heiler wird einfach nicht liegen. Beeindruckt. Pff, unbelievable. Er hätte doch weiter pullen können. Voll verdammte Scheiße. Überhaupt aus. Ein NPC. Wow. Kannst du mal viele Leute so zu beleidigen, ey. Das haben wir wenn nicht, oder? Du siehst aus wie ein NPC, Alter. Wow. Ja, du danke. Bist hier mit Tod. Unglaublich, ey.
Ja, du siehst aus wie ein. Wie, nicht mal wie ein Mensch, du siehst aus wie ein programmierter Charakter. Unbelievable. Das ist keine Persönlichkeit, implizierst du damit. Programmierter Charakter. Unbelievable. Das ist ein richtig harter Diss. Es ist ein programmierter Charakter, auf dessen Aussehen er Einfluss hat. So, als ob du einem Typen einfach sagst, du hast keine Seele. Ach, Schmarrn. I'm sorry, Bro. Schmarrn. Du bist ein leerer, hollow NPC. It is what it is. Das wäre ja nicht schlimm. It's fucking horrible, ist das. Aber geht. Ich schon zum Tank gebraucht, ja. Genau. Who's your daddy? Den fucking Clip haben wir nie gefunden. It's a shame. Oh man. Who's your daddy? Uraltes Sargon-Video. Ich glaube, das hat er einfach gelöscht, weil das Drama wieder vorbei ist mit dem. Wieder vorbei war mit dem Dude. Ja, stimmt, das war ein Drama. I remember. Ja, das war so ein cringe Anglo-YouTuber. Ja. Lefty. Den hättest du jetzt schon noch machen können. Nö. Doch, hättest du. Das, da wäre tatsächlich gut drin gewesen, wäre vielleicht gut gewesen. Ja. Unbelievable. Aber wir werden es nie rausfinden. Ja, dann vielleicht wird da rubinroter Farbstoff drin. Okay. Ja. Jetzt gibt er Gas, jetzt, Alter. Jetzt würde ich gut das Death Cool anzogen, aber er hat schon gut. Ja. Verrückter Mongo. Oh, Rubinrot. Boah, was? Der Rubinrot ist. Boah. Ja, ich weiß. Boah, top notch. Love it. Das ist schön kräftig. Ja. Kräftiges Rot. Wow, heiler Pult, toxic. Macht, ich bin langsam, ich bin DK, hallo? Rollstuhlklasse. No! Oh. Close. Scheiße. Ich muss den Button drücken, dude. Moment, ich muss kurz Geld drucken. Achso, okay. Let's go. Okay, nice. Dann, easy clip. Button, ne. Button. Frage, Button, ne. Kackduschen. Ja, Sonnenuntergang. I like it. Bisschen düster. Es ist Bright Daylight, dude. Nee, bei mir ist es, dunkel. Aber du redest von der echten Welt, ach so. Ja. Ich habe gerade mal aus dem Fenster geguckt. Ja, stimmt, ja, ganz schön. Ich lebe nicht im Metaverse wie du. Metaverse. 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 Salz das Ogre mit. Man sagt ja das eigentlich mit dem Kackduschen, ne? Ich kenn den Clip gar nicht. Das ist schon eine Weile her, aber es gibt einen Clip und dann gibt's noch einen Song. Wo das ziemlich gut gemacht ist. Dann singt er Kackduschen von morgens bis abends. Zwei oder dreimal täglich macht er das. Steht. Go away, bruh!
Ja, genau. Fuck so, TK. So kommt der Russe auch mit der Gatling Gun. Sieht aus wie ein NPC, Alter. Ja, nicht, oder wie? Trash die ganze Zeit Leute und dann wenn ich einmal was sag, oh, du horrible human being, oh mein Gott. Ja, der Unterschied da ist halt, von mir erwartet man das. Ach so. Und ja, von toll. Dir, du bist und hier der. Von mir erwartet man immer nur gutes Benehmen, ne? Ja genau, du bist der zivilisierte. Ich kann gerade nicht weiter zugehen. Ja, passt schon, ich bin tank, ich kann das fressen. Okay. Fuck you! Ich meinst nur nett? Ich hätte dich auch beleidigen können. Ja, ist ja klar. Ja, du bist hier der. Der gebildete und absolut gehobene ja. Mensch. Ja, total. Du kannst dich einfach Leute. Ich hab ganz beleidigen. Viel gebracht. Ja, ich hab ja nicht gesagt, dass es was bringt, aber ich hab gesagt, dass es so ist. Du hast gesagt, dass ich Verpflichtungen habe, aber keinen Nutzen. Ja, Holz ist einfach mal im Spacko, renn weg! Okay, passt. Weiter! Hier, mach dein Orb halt! Okay. Geht damit. Wenn ich mein Orb mach, kann ich nicht mehr heilen. Achso? Das ist ja schon. Stillstehen. Ja. Das ist ja voll scheiße. Wer macht denn sowas? Ich nicht. Ich drück das nur einmal, damit ihr den Hot drauf habt. Und dann lauf also ich das Schild gibt auch einen Hot. Ja, das Schild gibt einen Hot. Und solange ich es halt aufrechterhalte, gibt es einen Damage Reduce. Mm. Aber selbst wenn es nicht mehr aufrechterhalten ist, habt ihr den Hot drauf. Okay. Das ist ja crucial information. Mhm. 10 Finger Langstab habe ich jetzt bekommen. Sick. Hm. Ja, die könnten mir ruhig nochmal Möbelstücke oder so geben, das war schon nice. Wie heißt der Typ? Beans Consumer. Kleiner Anwisper, do you eat Senzu Beans? Mach's nicht. Sonst landen wir wieder im Café. I did it. Okay, good luck. Oh Gott. Now he looks at me. Es kommt schon die Friend Request geflogen. No, please don't. Ach, die kommt geflogen. I refuse. Oh, jemand redet mit mir. Bumm. Friendlist. Er starrt mich einfach nur an mit seinem komischen griechischen Gewand. Thanks, and yes, of course I do. Oh no, dude! Ja, was. Was macht der? And what race is it? Ist ein männlicher Auge. Schnell meld an, ich muss hier raus! Do it. Immer mit der Ruhe. Ach, hör dir jetzt! Der Ruhe. Beans Consumer. Final Fantasy, erste Legionsfriedrich. Nee, nicht Freundschaft anbieten. Bloß nicht. Oh, fuck, saved. Hey Mann, ich hab ein Kompliment bekommen. So, so. Easy. Attention farming. Poggers. Ein Preach Stream Vögel grad 2 Rügerdin. Weiter geil. Gachibas. Gachibas, Mann. Man hört nur noch.
Da müssen wir glatt den Chandelier-Song hören. Wissen wir, wirklich? Ja, of course. Ja, jetzt erst recht, weil du dich sträubst. Als ob du kein Gachi-Connoisseur wärst, ey. Please. Just admit it. Every day he consumes the Gachi. I do not. Not voluntarily. Oh, okay. Warum schickst du mir dann manchmal Gachi-Memes, ne? Weil es funny ist. Na, okay. Aber not voluntarily. Ja. Es ist, ungewollt lustig. Ich hab keine Ahnung mehr, was hier eigentlich Sache ist. Da ist ein Affenroboter, kill den. Mann, ey, das meinte ich nicht. Ich meinte. Ach, egal. Fuck you. Da freue ich mich, Tor dann extrem zu trinken. Ja, selber schuld. Ja, schau, ob du so lebst. No! Stop it. Ich werde nur Krieger spielen, damit ich mich selber heilen kann. Das ist das Terrorism, was du hier machst. Tank Abuse. Wenn du deine Death Cooldowns findest. Die sind schon alle gedrückt, was willst du von mir? Warum drückst du die alle schon? Ja, weil ich Damage fress. Deshalb. Drück die doch, wenn ich keine Cooldowns mehr hab. Ja, aber als ob ich deine Cooldowns kenne, du Fischkopf. Ja. Wie? Woher soll ich denn wissen, was deine Kuh ist? Weißt du, das ist nicht auswendig. Nein, weiß ich nicht. Don't care about healer cooldowns. Wo sind wir? Ich hab keine Ahnung. Wo bin ich? Ich will gehauen. Wo sind wir? Was ist das? Wo geht's weiter? Questions. Hier geht's lang. Wo war der Akku? Ne, die Tür ist noch zu. Aber danke. Bitte. Can't you see the door is fucking closed? Ja, aber wenn wir jetzt schon mal da sind, können wir die Spackos auch hier killen. Der Black Mage hat sich bestimmt auch gefreut. Aber wir haben keinen Black Mage dabei. Nee. War das ein Mob? Ja. Cool. Nein. Magna rotiert. Good day. Whoa. What? Au. Motherfucker, Alter. That's a lot of damage. Oh, ein Monk. Coole Moves. Ja, ne, kommt auch nicht. Monk ist eigentlich, also, er ist am schwierigsten zu spielen, aber der macht auch am meisten Damage, wenn man es drauf hat. No ja. Meme. Hab's gesehen in der Statistik. Das ist true. Würde mich auch interessieren, aber. Was, der Monk? Echt? Ja. Naja, du bist ja ein Ninja. Ja, keine Ahnung, vielleicht. Guckst du, I don't know. Ich würde aber erstmal den Ninja meistern und irgendwann mal probieren. Meistern, ja. Ah, wir müssen das Kriegsgeschütz benutzen, ne? Ja, we do. Mach doch mal. Ich bin Tank, mach nichts. Ich lass mich mal hauen. Wieder Fresse bekommen. Ja. Ist der Tank. Schmatzer, Buster. Bro, stop
punching me in the dick. SEO is punching me in the dick. Gib mir Gear, 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 yes, no. Ja, 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 nice. Priester Armreife. Oh yeah, healing. Trash. I'm healing so hard. Oh nice. Wow, wow, oh ja, bestes, bestes Geräusch, Alter. Wow, wow. Can you hear it? Nee. Nein, verpasst das wieder. Schnell killen, kill, 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 kill. Fuck. Ja, fuck. Enttant. War ein ruhiger Deal. Soundtrack ist gut. Fascist. Und? Ja, stimmt. Eigentlich nicht so schlimm. Nazis raus. Aus Moabi. Das sind sie ja schon. Das sind sie. Das ist so cool. Ach, wenn es gestaged wird. Ja, der macht schon funny Memes. Du hast mir gerade mit deiner nicht-deutschen Hand an den Arsch gefasst. Irgendwie so. Ja, das war vielleicht etwas weird. Da bin ich so abgekackt. Vielleicht war der Kontext gut. Das war so funny. Das habe ich bestimmt 50 Mal hintereinander gehört, weil ich es nicht glauben konnte. So, haben wir es jetzt. Ja. Haben wir es bald. Warte, Apo heißt der, Apo Red. Let's go. Christian und Apo. Wow, wow. Damage. Blasting, dude. Pumping. 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 Sort pumping. Faster, 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 faster. Oh my god, no. Das erinnert mich auch an Crazy Frog. Oh, da sind zwei. Oh no. Horrible. Ah, da. I lost. I was lost. I don't fucking remember at all. Ich auch nicht. Sieht aber aus wie ein Clown, also wird lustig. Alright. Schmeiß die Oppo-Oppo-Form an. Go away, Monk. Durchstoß, bestimmt tankt das doch. Ja, ja. Coward. Ich brauche einen guten Anime, den ich gucken kann. Bro, da hinten! Run! Gut. I don't know. What? Macht er jetzt ein Element? Oh. Damn. Are you dead? Nee. Okay. Oder. Oh, der... Da haben wir noch etwas zurück. Oh, finde ich das geil, ich muss nichts machen. Tank life. I don't get it. Wenn du Eis hast, musst du zum Feuer. Wenn du Feuer hast, musst du zum Eis, zum Blitz. I don't know. Was habe ich jetzt? Feuer. Habe ich Eis?
beibringen, ist einfach nur geraten, also ich habe keine Ahnung. Im Dunkeln lässt sich gut munkeln, Level 70. Jawollo, Alter. Ja, danke. Ist gleich mein Kopf. Alter, warte, jetzt kann ich ja mein Gear wechseln. Oh, hell yeah. 376, let's go. Warte, jetzt gibt's Damage. Hast du schon geshoppt? Nee, ich hatte das noch von meinem Krieger. Ach ja, natürlich. Gut. Nein, komm her. Den Dungeon habe ich schon. Trashy Motherfucker, was ist das? Ja, hier kommt man ja auch nie rein. Warum auch immer. Kill the thing. Gut. Rubinrot, let's go. Coward. Gott, stop it. Mada, mada. Windscherben erhalten. Okay. Ja, of course. Das ist ein richtiges WoW-Schwert, was der Flicker hier hält. Sieht aus wie das aus TBC. Nur in ja, blau, nicht Burning, in grün. Burning Legion Ding. Ja. Ah, der war fucking stupid, I think. Inferno. Okay, whatever. Okay. 15% pariert. Ha! Geparried, Noob. Wow, overequipped. Varian-Style. Parry. Parry King. Renn in die Mitte, machen wir mal einen Cannon. Oh, a juicer! Es wird gejuiced. Oh no! Ach, gut. Ja, ich hatte keinen Death-CD, deshalb. Ich dachte, das ist ein Tank. Bastard! Tank Bastard. Stop your stupid shit, man. Just die. Can you tank him in the fucking middle? How hard is it? Very hard, dude, very hard.
Ah ja. Tails of a Tank. Mhm. In WoW sind die Tanks Cancer und hier wird man als Tank Bilder gemacht. So ist es. Just abandoned tanking. No. Was hat er für Stacks drauf? This I do not know. But I also don't care. Er macht mehr Damage, stimmt. GG. Wie sieht das aus? Xenobischer Waffenrock. Krass. Not so good. Nein, jetzt habe ich alles bekommen, ihr Motherfucker. Alles zugemüllt. Yes! Kein Wunder, ey, dass mein Arsenal immer voll ist. Alter, warte, ich habe eine Klassenquest. Please wait. This is gonna be legendary. Oh, lass mich diesen kleinen Bastard töten, bitte. I must be colorblind. Was? Ich komme aus dem Ätheriten hier raus und dann steht da ein nackter Catboy mit hellblauen Haaren. Also da habe ich mich kurz erschrocken. Verständlich. Was kriege ich? Oh, schwärzeste Nacht. Ausrüstungsset der Abyss. Yes. Fill me up, Nietzsche. Bis Walker, mach den schöner Torias Glamour. Ja, mach ich. Dann bring ich mich um. Man macht das so. Ja. It's sollte certain. Man sowieso regelmäßig machen. Sich umbringen? Ja. Ja. Das vergessen aber die meisten. Dann haben wir den Salat. Wow. Ist der Name zufällig Bill Gates? Leider nicht. Oh. Leider nicht, ja. Du wärst auch gern so ein Chicken Neck. Ja klar, ein TP Chicken Neck. Wenn er nicht reich wäre, wäre der auf Fortran unterwegs. Kannst du ja so Ringe wie Uriange um den Hals machen, damit er länger wird. Ich glaube, der hat einfach so einen langen Hals. Ja, du weißt, je länger der Hals eines Mannes, desto länger sein Johannes. Das sagt man eigentlich über die Nase. Ja, das sagt man über alles, was lang ist. Propaganda. Nee, I can confirm. I have a Roman nose and I can confirm. Du hast eine Roman nose? Ja. Was ist das denn? Google it. Sowas. Yes. I am the Roman. Was hab ich für eine Nase? Different types of noses. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir ihn im Rabbit Hole. Jetzt ist es soweit. Ich habe eine flashy nose. Also namentlich schon mal. Ja. Ein L. Weird. Oder eine Nubian nose. Ich glaube eher eine flashy nose. Ein Nubian wäre cool. Ja. Warum nicht? Magst du nicht Nubian sein? Ja, ich bin kein Nubian. Warum nicht? You was Kangs, bro. Ja, was? That's the problem. Tja, I'm a Roman. Aber. So eine Nose habe ich. Okay. Let me see. Bloß nicht so fett. Ja, das kommt mit dem Alter noch. Ja, schon. Der hat auch riesige Ohren, der Typ. Aber Albert war ein Jew, also. Ja. Wäre das ein Problem oder was? Makes me a little bit suspicious. Das findest du schon raus. Was? Ob ich Jew bin. Achso. Also mein... Geistig bin ich definitiv einer. Was zum Fick machst du hier? Was? Ich? Ja. Ich, meine Klassenquest hat hier geendet. Ja, okay. Meine ist auch hier. Weird. The fuck. Also ich renne hinterher oder was? Ja, schon. Ich renn schon einem anderen Catgirl den ganzen Tag hinterher. Ja, yeah, I noticed. I noticed.
Wie viele Experience Points fehlen dir denn? 30%, nicht ganz. Also 821.000 ungefähr. Alter, der Typ hat Viecher umgebracht. What the fuck? Der hat die tot geleecht? Jung, ich wusste, der Typ ist crazy. Are you fucking kidding me? Er ist ein Aether-Leecher. Also, noch ein Level und ein Boja. Zwei, mit 71. Ja, du hast ja schon 70. Ja. Ja. Oh Gott, ey. Also, ein Drittel noch. Ah. Oh, hier gibt's Materio. Alter. Also da gibt's auch Raids, so wie ich das verstehe, oder was? Yep. Ja, toll. Es gibt irgendwie Solo-Events, Solo-Fights gegen Bosse, die du machen kannst. Ja, es gibt Duelle. Und da auch muss... Duelle gibt's auch noch, ja. Achso, es gibt auch Solo-Boss-Fights. Es gibt auch Solo-Boss-Fights, ja. Da hat Feature ein paar angeschaut. Okay. Die sind nicht ohne. Ah, ich muss die Gruppe verlassen. Der hat Sidurgo gerackt. Ich wusste, wir hätten ihn einfach köpfen müssen. Instant. Zack. Genau wie von Daniel, ja. Klaut mein Äther? Nope. Sidurgo? Er hat sich verändert. Es muss in seinem ganzen Äther liegen, den er den Tieren entnommen hat. Und sieh mal, wen er mitgebracht hat. Istride, die herzlose Gräfin. Nur hat er sie nicht gerufen, um irgendjemandem zu helfen. Er will uns loswerden, der undankbare Knabe. Ja, ist jetzt auch schöner beleidigen können, Sidurgo. Also bitte. Ach, die wollen Riel töten. Mit dem Kitty, Alter, ihr Wichser. Still don't get it. Oh, Mann. Zaubertempo. Ja, wer bist du und was bist du? Das sind zwei sehr gute Fragen. Aber wie convenient. Klaut mein Äther und verliert sein Gedächtnis, du fucking Alzheimer-Idiot. Hey. Big True. Die Welt ist ungerecht und sie wird es immer bleiben. PogChamp. Alter, einen Scheiß tust du für mich, du fucking Idiot. Jawohl, guter Blick und Schwert wird gezogen. PogChamp, gute Reaktion, hätte ich auch gemacht. Ich habe tief in die Dunkelheit des Herzens gesehen. Du wirst dich wundern, wenn ich da. Was, wen ich darin alles gesehen habe. Ach, Cope, Junge. Das gibt's aufs Maul. Let's go, bitch! Let's go! Okay, erstmal die killen. Vitra? Oh nee, Alter. Bitte kein Heilkampf. Not again. Oh, what now, bitch boy? Cutscene, ja, war ja leicht.
him, dude. Kill him. Du hast mich mal öfter Psychopath genannt. Toll, jetzt ruft er Ilbert und Livia zurück. Ja und? Soll ich mich jetzt schlecht fühlen oder was? Ilbert ist ein Haufen Miet irgendwo. Bro, laber nicht. Bro. Der Dunkelretter sehnt sich nach. Ja, mach mal. Was ist ein Scheißdreck hier? Idiot. Kinda true. Ja, du hast rein gar nichts verstanden. Yes! Jawohl. Wir sind es selbst, sonst niemand. Ja. I am, buddy. Nice. Sehr schön. Let's go, Frey.
Fucking Idiot. Endlich. Nice. Nice, nice. Yo. Oh. Oh. Frey kam zurück. Thanks. Frey kam. Ja, Frey kam zurück. Und. Achso, ich dachte, das ist Frey kam. Ja, auch gesagt. Welcome zurück, aber. Okay. Ironically, in der Questreihe ging es um Einsamkeit. Oh, come on. Fucking nice. Also, das Ende ist sehr gut. I like it. Ein Zufall. Ja, das ist funny. Ich hasse diesen kleinen Jungen immer noch. Fucking Moron. Wird interessant, wie die Shadowbringer-Story wird für. Es gibt auch keine Klassenquests mehr. In Shadowbringers. So. Echt? Ja. Oh. Leute, jetzt gibt's neuen Drip. Let's go. Auf nach Ishgard. Was, wo bin ich denn jetzt? Am Arsch. Ja. Auf einem schiefen Dach. Hä? Nee, das ist eine schiefe Straße. Der Bosch-Vorfall. Ah, du machst Sids Gedächtnis gerade, okay. Mhm. Okay, okay.
Ja, cool. Oh, Tiana ist hier. Nice. Der Soundtrack ist so gut. In der Sequenz. Oh, da kommt noch ein besserer. Na gut, aber du hast Preacher geguckt, also kennst du den Borgia Soundtrack. Naja, wenn es der ist auch super. Auf X-Gerät. What a coincidence. Tja, der Edmund Fortin, he knows me well. Edmond. Ein Teil gehört von mir gehört immer nach Ishgard. Big True. Big. Big True. Oh fuck. Right in the feels. Oh no. What the fuck? Nice. Wow, gut. War nice. Ja, das Ende ist dadurch, dass das auch sehr fitting ist, was die Zeit momentan betrifft. Nice. Aha. Nice. Ja. Dunkle Seite erweitert, okay. Dunklen Künste erlernt. Wird die von besiege die Antikörper, okay. Ah, okay, also gratis. Okay, okay, okay. Oh, da machen zwei Leute RP auf der Treppe. Serafina Lovegood und Takeru Asano. Brandmarked for life. So, wo habe ich schwärzeste Nacht? Yeah. Es kommt dahin. Endlich ein weiterer Dev-CD, Alter. Mm.
Wow. Salamut. Ha, neuen Titel bekommen. Die edgiest Edge. Die Einsame. Ach lol. Fuck-Chan. Ja. Bist abgestempelt. Ja. Guckst du mal. It is done now. I'm complete. Aber Frey hat mir gute Worte gegeben. I understand now. Also in Zukunft einfach Frey fragen. Ja. Frey knows best. Ach, da bist du gerade, ja. Wird noch cooler. Hey. Okay. Okay. Okay, Boss. Antiquiertes Visier des Grobians. Ja, that's me. Ich bin Grobian. Mit der bist. Wie oft denn noch? Wow. Did nothing wrong, literally. Mm-hmm. Ja, ja. Unbelievable. Sieht er so toxic hier. Projektionsballette. Ja, das kann weg. Trash. Oida. Schönes Schwert. I like it. Kopf. Ah. Yo, nice. Yes. Fucking slick sieht das aus. Speichern, anwenden. Leppen. Ja gut, dann kann man schon mal die Bar-Mode-Mechanics lernen hier. Ja, so ein bisschen. Essen genauso. Hab ich mir auch gedacht. Alright. Ich habe kein Projektionsprisma. No. What? Worst case. Okay. I will. Oh ja, da haben Leute gut eingekauft. Mm. Das Krämer Bücherregal, was die mir zurückgebracht hat, ist 26.000 wert. Oh. Gib's dir für 25. Free money. Ich geb's dir, ich nehm's für 25, meine ich. Echt? 25k? Nö. Fürs Bücherregal? Ja. Warum nicht? Kein Platz. Lügner. Ich hätt's dir geschenkt, aber jetzt zu spät. Ja, schon recht.
Hätte, hätte, Fahrradkette. Nee, nee, ist schon, Nee, nee. Stimmt schon. Nee. Aber ich weiß, du liest nicht. Eben, außerdem farm the skill. Warum? Was erhoffen damit sie du sich mal ein davon? Haus kaufen kann, damit du ein Haus kaufen kannst und nicht da drin einziehen kann. Ach so. Also wie im Real Life, okay, was? Genau. Ja, den Plan. I'm not good with money farming. I understand. Kannst du mir sagen, wofür naturreine Prismen sind? Zur Herstellung von Projektionsprismen. Und wer stellt die her? Gute Frage. Ja, weil wenn das Alchi ist, dann gebe ich dir die, weil ich brauch die nicht. Also noch nicht. Also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es Alchi ist. Ja. No joke. Ich weiß, aber ich schenke dir ungern Müll, den du dann nicht verwenden kannst, verstehen Sie? Aha. Die 25 Kilo Wattwürmer in meinem Inventar, sagen wir es anders. Ey, weißt du, wie teuer die sind? Nein. Nee. Weil die nicht verkaufbar sind, verkäuflich sind. Tja, siehst du mal, so wertvoll sind die, dass man sie gar nicht verkaufen kann. Ja, das wird den Markt brechen, wenn man die verkaufen kann. Ja, absolut. Und du weißt ja, der Kobold in Amarengo, der hat die Würmer verkauft, Alter. Die waren heiß begehrt. Ja, zum Essen. Ja, genau. Kannst du mal probieren. I mean, why wouldn't... Alter, da heißt einer Nasibo. Und verkauft das Bücherregal für 98.000 Gil. Nice. Ich würde da gern gucken, wie das aussieht, bevor ich es verkaufe, aber das geht nicht. Könntest du es mir geben? Ich mach Vorschau in meiner Bude. Und dann schicke ich dir ein Bild. Hm. Nee, weil du hast keinen Platz, hast du gesagt. Checkmate. Ich mach Platz. Na, cope. Es bleibt dir da nicht stehen. Cope, ich I don't believe you. Amerikaner. Nope. Ach so. Stop. Stop. I don't listen to reason anymore. Stop. Lies and slander werden hier verbreitet. Stop. Nur weil er auf dem Bücherregal geiert. Du Urianger. Überhaupt gar nicht. Ja, voll. Ich werde hier förmlich molestet für das Bücherregal. Ja, total. Absolut. Horrible. Schön. Oh, gib's mir doch. Ich probier's mal aus. Was Wahres hat Sid abgeballert? Ja, klar. Glaubst du es etwa nicht? Are you having doubts? Ja. Na. Okay. Kann schon verstehen, dass er den mal abballern will. Yes. Einmal Demon und ich hol mir jetzt neues Wasser. Bis gleich. Bis gleich. Cooling.
Yamete Kudasai. Ist online. Ja, stimmt, es gab ja eine, die so heißt. Ja. I forgot. Yamete Kudasai. Sachen gibt's. Wann willst du Foodpause machen? Foodpause? Mhm. Am besten jetzt dann? Ja gut, mein Shit ist in... Oh, Alter, warte. Hier heißt jemand Sunny und sieht hot as fuck aus. Need to come. Mein Shit ist in einer halben Stunde fertig. Pff. So, that's when I will eat. Ich gehe mal davon aus, du hast das Valentins-Event gemacht. Lohnt sich das oder? Okay. Ich hab's noch nicht gemacht, nee. Alright. Es wird am Wochenende gemacht. Na dann.
spammt mich denn hier zu? Ach du. Das war wichtig, dass ich die Nase nochmal genau poste. Oh Mann, ey. Bro, das geht. Also, du und Snipping Tool, das sind echt. Ich liebe das Ding. Das ist. Oh, das ist wie Pandoras Box, ey. Das habe ich in der Arbeit gelernt. Nein. Scheiße, du sollst arbeiten, nicht meme. Das gleiche. You have transcended traditional work. It's only memes now. No difference. No difference. What difference does it make? Zero. Zero difference. No difference at all. Yeah, I like this. Monka Giga. Actually nice. Damn. Damit du dir ein Haus kaufen kannst und ich drin wohne. Ja. Unglaublich, ja. Das ist nicht stimmig. Ja, Logik. Ja, ja, schon klar. Das heißt, ich muss auch noch Bodyguards anheuern, okay. Mach warum? Also so. Ja, ich mach Bodyguard. Ach so. Ja. Nee, der eine macht Bodyguard und ich heil den. Kriegt der aufs, mir aufs Maul, aber er stirbt da nicht. Du schlägst ihn und heilst ihn gleichzeitig. Poggers. Jo. So sichere ich meinen Arbeitsplatz. True. Habt doch die Statistik. Gewalttäter und Arzt. Genau. Ja. Was nicht passt, wird passend gemacht. Was nicht verletzt ist, wird verletzt. Ja. 80% der Auras verursachen 50% der Crimes. Big Facts. Ja, nur die männlichen. Da kommt er wieder. Ja, stimmt, die anderen 50% sind nämlich fucking Groomer. Ja, richtig, ich habe keine Zeit für sowas. Und Menschenhandel ist kein Verbrechen. Wow. Wow. Alter. Holy shit. You heard it here first. Unbelievable. Ich distanziere mich von solchen Aussagen. Not. Because I don't care. Anfels werden deportiert und Catgirls werden importiert. Nur so über meine Rasse spricht, ey. Gut, dass jede Aura, die irgendwie in der Story vorkommt, einfach verreckt. Go nicht war. Na gut, die Mol halt nicht, aber die sind wenigstens in ihrem Scheißloch und bekriegen sich gegenseitig. Wer stirbt denn aus der Miete? Jetzt hast du sie, die stirbt schon weggenommen. Es kommt ja sonst keine vor, weil die irrelevant sind. Nonsense.
Big Facts. Ganz Yugiri, ganz Stormblood. Ja, Yugiri. Ah, Oceana Luminia. Ist das nicht die? Oh mein Gott. Es ist die Roleplayerin, die mich so überrascht hat. Ja, gut, dass du ihr nicht geantwortet hast. Hab ich. Ja. Hab ich schon. Die läuft hier nämlich mit dem fetten Elefantenkostüm rum. In komplett schwarz. Und spielt einen Dark Knight, also. It's fucking ruined. Vielleicht ist selber eine Republikanerin. Warum ist es dann Black. Ah ja, we love our Black Folks. Wegen Dark Knight. Das ist schon sehr weit hergeholt. Das stimmt. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich trinke jetzt mal Soy Latte. Ah. Der Dunkin' Donuts. Hast du ihn schon gelöscht? Nö, warum soll ich den löschen? Na, keine Ahnung, ich dachte, du warst so weirded out, dass du den instant deletest. Nein. Ist dich so weggecringed. So cringy war es dann doch nicht. Der hat sich so viel Mühe gemacht und alles. War dann noch so nett, das Geld zurückzugeben, und dann... Warum soll ich den löschen? Keine Ahnung. So halt. Nein. Du könntest sie mal adden. Nee, der kennt mich gar nicht. Du hast die Connection, die Bindung aufgebaut. Ah. Da muss ich das nicht... Muss ich das nicht machen? Da muss ich nicht aufrechterhalten, ja, genau. Hm. Richtig. Mann, Mann, Mann. Was denn? Das ist genau. Genau das Gegenteil, wie es in WoW war. Ja, stimmt. Ja. WoW habe ich keine Sau. Mit keiner Sau geredet und du mit allen und ja. Ja, aber auch nicht freiwillig. Die kamen halt alle zu mir. Nicht andersrum. Ich habe WoW auch mehr gespielt als Final Fantasy, to be perfectly honest. Ja, ich habe, glaube ich, WoW noch länger gespielt als du. Das stimmt. Aber du hattest ja da auch deine Classic-Clique, also. No need to make new acquaintances. Du meinst ein Bäder und ein Reiser oder was? Ja. Affi. Richtig. Yep. Kapitel 1. Die Königinnenwache. Ja, krass, dann kriegst du mit deinem Astro gleich die Relic Weapon. What? Oh! Bei Geralt gleich. What? Ja, krass.
Jetzt muss ich sein, 71. Ne, 80 muss ich dafür sein. Ah, okay. Stamm. 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 Ja, trotzdem krieg ich die denn einfach so. Oder muss ich da noch eine lange Questreihe machen? Klar, du musst, also du upgradest die Relic Weapons, ja. Also du kriegst am Anfang halt die Basiswaffe und dann musst du diverse Quests machen. Achso, das ist einfach nur die. Ja, das ist einfach nur die normale Relic Weapon Quest. Ja, genau. Die habe ich ja schon mal gemacht, okay. Der Soundtrack. So crazy. Der Soundtrack ist fucking awesome. Ja. Und. Ach Mann. Das hätten wir nie gefunden, wenn es nicht bei Streamern vorgekommen wäre. Nee. Das ist so heftig. Wie lange spielen wir jetzt schon? 3 Jahre? Insgesamt? Nee, das nicht. Insgesamt jetzt vielleicht 2. Maybe. 2, ja. Also, 1 Jahr so on-off, nicht ernsthaft, und seit 1 Jahr halt ernsthaft, ne? Ja, für mich wird's jetzt 1 Jahr, weil ich habe letztes Jahr im Februar aufgehört mit WoW. Ja. Und dann habe ich Classic gespielt, glaube ich. Ja, genau. Ich weiß nicht, du kamst im April oder irgendwie so. Das war die Flutkatastrophe in NRW, wo ich aufgehört habe. Okay. Wann war denn das? Dann doch im Sommer schon, glaube ich. Das war echt im Sommer? Ja, muss ja sein, also. Das war entweder im Juni oder im Juli. Ja. Im Juli? Krass, hab ich doch so lange gedirbt noch in dem Ja, hast du. Du warst richtig okay, drin. Idiot. Du warst ja, ich war voll investiert. Ich sag ja, halt, das war die einzige Zeit, wo du pünktlich zum Raiden gekommen bist. Ja, und immer nur angeschissen wurde. Und diligent gefarmt hast. Hier, deine Potions und so, das war richtig. Da war ich extrem hyped. Ja. Da wollte ich auch meinen Ingenieurs-Mount zusammenbauen selber und so weiter und so weiter. Ja. Oh, bin ich froh, dass ich da draußen bin, ey. Seitdem habe ich auch kein Wort mehr gehört von Bader zum Beispiel. Dass ich vom Reiser nichts mehr höre, ist klar, aber. Also nachdem du eben deine Meinung gegeigt hast, meinst du jetzt? Ja, das war ein paar Wochen später vom Reiser, dass ich meine Meinung gegeigt habe. Ja, ich weiß, aber du hast. Also die haben dich dann deswegen auch nicht angeschrieben oder so. Der Bader oder und Co. Nee, der Bader. Nee, null. Gar nichts. Okay. Richtig lame. So richtig, richtig lame. Das ist ein bisschen sad. Total Funkstille. Man bedenkt, dass ich die schon ewig kenne und die schon so oft gesehen habe, mit denen schon so oft was gemacht habe. Ja. Mich einfach irgendwie total links liegen lassen. Null Interesse. Gar nichts.